Leute, ich habe Uncharted 3. Ich nehme jetzt mit meinem Handy auf. Aber ich hoffe, das wird gut aussehen. Also Uncharted 3 in der Piggy Edition. Man braucht leider einen Trip Pass. Finde ich so scheiße. Man kann es zu zweit online spielen. Also mein Bruder hat das Spiel auch. Man kann es nur spielen, wenn man eben zwei Controller hat, einen zweiten Benutzer und ich glaube, man kann auch nicht so online spielen, wie man es eigentlich denkt, sondern zu zweit gegen Computer und der Bildschirm ist extrem klein, also weil die Grafik von dem Spiel ist so geil, wirklich. Ich habe Uncharted 2 habe ich ein paar Mal durch. Ich zeige schnell mal das Spiel hier. Es ist auch in meiner Playlist drin. Also das Uncharted 2. Uncharted 1 möchte ich auch noch kaufen. Aber ich finde das einfach so unglaublich. Ich spiele es glaube ich auf einfach durch, weil normal, ach, das war so schwer bei Uncharted 2 wirklich. Das möchte ich nicht nochmal spielen. Also, ja. Man kann es auch in 3D spielen, obwohl ich habe jetzt keinen 3D-Fernseher, aber geiles Feature. 720p, 2 bis 10 Spiele online, 1 Gigabyte, naja, 1 Gigabyte, ja, scheiß drauf, ist ja nur einer. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, es ist ab 16, kommt Gewalt vor und man kann es online spielen. Und so, das war jetzt mein Unpacking. Ich will jetzt sofort spielen, also adios. Ihr wollt jetzt bestimmt sehen, wie die CD aussieht. Richtung gehen wir weg. Da ist die CD an Scharfe 3. Ja. Hier ist der Online-Pass. Ja, können wir sowieso schwer, aber. Hab schon eingelöst, hab's ja schon durch. Auf einfach. Hat mich 70 Euro gekostet, Mann. Voll großartig. Nein. Mein Lieber. Hab's mir beim GameStop gekauft. Ja, PG16. Lieber. Tschüss.